Und los geht's hier im letzten Spiel beim Petermännchen Cup 2011. Das entscheidende letzte Spiel der HSG Tils Löwen 08 gegen den SV Grün-Weiß Schwerin. Ausgangsposition ist so, die Tils Löwen führen mit 8:0 Punkten dieses Turnier an. Vor dem VfL Bad Schwartau mit 8:2 und dem SV Grün-Weiß Schwerin mit 6:2 Punkten. Und letztendlich könnten die Schwerinerinnen hier dieses Turnier noch gewinnen. Dafür müssen sie allerdings gewinnen mit 4 Treffern gegen die Tils Löwen. Ob ihnen das gelingt, gucken wir uns jetzt an. Und kurze Einschätzung vom Experten des SV Grün-Weiß Schwerin, Steffen. Ist das zu schaffen gegen diese Tils Löwen? Ich denke schon, wenn die Mannschaft an sich glaubt, dann ist das machbar. Wir müssen jetzt konsequent ihren Stiefel runterspielen und dann denke ich, dass die Möglichkeit da ist, das Turnier auch zu gewinnen. Wichtig ist nur, dass sie eben halt auch die Tordifferenz mit aufholen. Inwiefern darf man da jetzt schon drauf gucken? Wir haben jetzt knapp eine Minute gespielt, 0:0 noch der Spielstand. Inwiefern kann man da jetzt schon drauf gucken, auf diese 4 Tore? Ja, das sollte man nicht machen. Erstmal sollte man hier das Spiel für sich entscheiden. Tor durch Anne Peterreit hier. Man sollte das Spiel erstmal für sich entscheiden und irgendwann zum Ende kann man sich damit beschäftigen. Wobei, wenn das nachher im Kopf mit rumspukt, dann klappt es meistens weniger. Also die Mädels sollten einfach Handball spielen. Ja, klare Einschätzung. Hast du rückblickend auf dieses Turnier gesehen, etwa ein so Highlight so für dich von diesem Turnier? Na, ich denke schon, dass das Turnier relativ ausgeglichen ist, gerade jetzt unter den ersten drei Mannschaften. Ich denke, das ist das Highlight im Gesamten, ein sehr hochwertiges Turnier hier zu sehen, ohne irgendetwas hervorzuheben zu wollen. Und schön gespielt vom SV Grün-Weiß Schwerin und das 2:0 durch Eileen Lück. Guckt man eigentlich bei so einem schöner Durchmarsch. Freiwurf für die Löwen. Guckt man jetzt eigentlich schon mal drauf auf die gegnerischen Mannschaften, wen man sich später vorstellen könnte beim SV Grün-Weiß Schwerin? Ja. So, dann plauder jetzt nochmal aus dem Nähkästchen jetzt so bei den Tils Löwen. Wen hättest du gern? So später, wenn sie dann soweit sind. Wenn sie soweit sind, also ich denke mal, dass Bürger oder vielleicht die Abteilung allgemein hier ein Auge drauf haben muss. Egal welche Mannschaft hier ist. Mölln ist ja noch nicht ganz so weit weg. Da ist es vielleicht machbar, hier die ein oder andere zu begeistern. Wir werden mal jetzt keine Namen nennen. Ja, ich nenne schon Namen. Charlotte Jochims mit dem Treffer zum 1:2. Und das Tor für den SV Grün-Weiß Schwerin. Eileen Lück mit Glück. Und Pfosten zum 3:1 für den SV Grün-Weiß Schwerin. Das war Können, Kai. Gut, dem Trainer und Experten werde ich dann nicht widersprechen. Aber gerade, wir haben das in den Spielen davor schon von den Tils Löwen beobachtet, dass sie lange brauchen, bis sie ins Spiel reinkommen und hinten raus dann die Spiele gewinnen. Jetzt gibt's Gelb gegen den SV Grün-Weiß Schwerin. Jessica Kluth. Und es ist erneut Charlotte Jochims mit dem Anschlusstreffer 2:3. Man sieht hier natürlich jetzt gerade das Abwehrsystem der Löwen. Es ist viel, viel defensiver, als das bei uns gehalten ist. Aber es ist natürlich schon sehr schwer. Die Mannschaft muss mehr arbeiten, muss sich mehr bewegen, um hier Tore zu erzielen. Das haben sie wieder hervorragend gemacht. Das zweite Mal in Folge ein Doppelpass gespielt zwischen Janne Peterreit und ich glaube Aline war es, die das Tor dann letztendlich macht. Also auch hervorragend gespielt, dass sie sich auch dieser Aufgabe stellen. Aber auch die Deckungsaufgabe jetzt hier auf Schweriner Seite, die sehr offensiv stehen. Das stellt die Löwen dann vielleicht wieder Herausforderung, weil es vielleicht bei denen in der Liga nicht so ist. Ja, das war so schön gespielt. Da haben wir nun auch den von der abgelaufenen Saison jüngeren Jahrgang des SV Grün-Weiß Schwerin hier auf der Platte. Was hat man sich vorgenommen in dieser diesjährigen C-Jugend? Also in der neuen C-Jugend sind die Ziele ja immer klar definiert. Wir wollen immer vorne mitspielen. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass diese Mannschaft Landesmeister werden muss und so. Aber ich denke, dass sie das Zeug hat, mitzuspielen. Und ja, wir werden einfach sehen. Es spielen ja noch, Gott sei Dank, die Liga ist groß. Insgesamt 11 Mannschaften. Während hier Lilly Rohloff mit dem 5. Tor für Grün-Weiß Schwerin trifft,
Nein, also die Liga ist sehr, sehr groß, da kann viel passieren. Es sind viele zweite Mannschaften noch mit dabei, sei es bei der TSG Wismar, sei es bei Eintracht Rostock. Wir werden einfach sehen, was da kommt. Ja, da hat sich die Mannschaft hier gut präsentiert. Unterlag bisher nur dem VfL Bad Schwartau mit 10-9. Und man spielt hier gut gegen die Löwen, auch wenn das hier sehr gut durchgesetzt war. Laura Hessler zum 3-5. Ja, am Ende so eines Turniers werden die Beine schwer. Wie gut ist die Kondition noch am Ende einer solchen Saison? Naja, ich weiß, dass Birger mit seiner Mannschaft die Pause nach der Saison intensiv trotzdem genutzt hat, um sich solchen Aufgaben hier zu stellen, vernünftig auch vorbereitet zu gehen und nicht irgendwie jetzt zu sagen, das ist alles just for fun. Er nimmt das schon sehr ernst und die Mannschaft soll das auch dementsprechend ernst nehmen und ist deswegen auch jetzt zum Ende der Saison trotzdem noch topfit. Ja, Hanna Holdak mit dem Treffer zum 4-5. Schwerin scheitert von außen und jetzt die Möglichkeit zum Ausgleich für die Löwen. Joachims. Das Kreisanspiel auf Miebes. Und den Forstenabpraller aufgenommen von Laura Hessler. Unser Treffer zum 5-5. Das würde mich natürlich interessieren, wenn du sagst, die Löwen stehen viel defensiver. Es ist schwieriger zu spielen, man muss mehr arbeiten. Warum steht Schwerin nicht auch so tief? Ich denke mal, hier zeigt sich einfach, dass die Philosophie eine andere ist. Wir wollen schnell auf Ballgewinn gehen. Außerdem ist es bei uns auch dementsprechend so vorgeschrieben. Und wir wollen es auch zeigen, dass wir es können, das zu spielen und wollen uns nicht einfach hinten reinstellen. Das wäre ja zu einfach, auch wenn es vielleicht im Turnier ein bisschen anders gehandhabt wird als im Spielbetrieb. Ja, Malea Baltensen mit dem 6-5 für Schwerin. Knappe 3 Minuten vor der Halbzeit. Hier sieht man jetzt auch, dass den Löwen wenig viel einfällt, dass sie immer nur weit nur den Ball hin und her tragen, ohne wirklich einen Raumgewinn. Und jetzt hier der schnelle Ball nach vorne. Gut aufgepasst von Janne Peter rein. Und das ist das Konzept eben halt, ne? Schnell von hinten nach vorne umschalten. Gut aufgepasst von Jette Ratzesberger. Also wir wollen auf Ballgewinn gehen, gehen wenig auf Körper, auch wenn es jetzt hier mal kurz ein bisschen anders aussieht, aber wir gehen weniger auf den Körper, sondern wollen wirklich ballorientiert arbeiten, um schnell nach vorne umzuschalten. Und hier sieht man, wenn die Löwenkreisläuferin nicht gerade eine Sperre stellt, sodass die Mitspielerin durchlaufen kann, ist es schon sehr schwer. Ist es so, dass man in Schwerin auf diesen schnellen Ballbesitz, auf diesen schnellen Konterhandball, nenne ich es mal, setzt? Und da es eine Verletzung gibt auf Schweriner Seite, was hoffentlich gleich wieder gut ist. Weil man gerade hier mit vielen jungen Spielern arbeitet, weil die noch Studenten, Auszubildende und danach den Weg dann ins Weite suchen, also man mit den jungen Spielern arbeiten muss? Also deshalb, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also du kannst auch mit älteren Spielern vernünftig Konterarbeit leisten. Aber ich denke mal hier, das ist ja auch das Spiel der ersten Frauenmannschaft. Und ich weiß eben halt, dass wir uns mehr und mehr daran orientieren, eben halt auch offensive Deckungsweisen zu nehmen, um eben halt auch schnell nach vorne zu arbeiten. Mit ein wenig Glück, aber den Ball gehalten von Jette Rattensberger. Und jetzt die Möglichkeit, hier 30 Sekunden vor der Hälfte mit 3 Treffern in Führung zu gehen und die halbe Miete zu haben. Ballverlust, Ballbesitz Löwen.
Also auch da spielt man schon Varianten. Ab wann fängt man an mit diesem Variantenspiel? Ja, ist ja unterschiedlich, was du damit hervorrufen willst. Es kann auch nur ein Einläufer jetzt sein oder so, dass man das einfach nur anders betitelt. Man fängt in dem Bereich, ich denke mal, C-Jugend kann man schon die ersten ein, zwei Spielauslöserhandlungen mitnehmen. Na, danke mir. Halbzeit jetzt erstmal zwischen Grünwald-Schwerin und den Tils Löwen. Grünwald-Schwerin führt mit 7:5, hat die halbe Miete der 4 Tore, die man bräuchte, um dieses Turnier hier noch zu gewinnen. Wenn man nur... Wenn man allerdings nur mit 3 gewinnt, reicht es nur zu Platz 3, wenn ich das richtig im Kopf habe. Durch das starke Spiel des VfL Bad Schwartau im Spiel zuvor gegen die Kreisauswahl Neubrandenburg. Und weiter geht's, zweite Halbzeit zwischen dem SV Grünwald Schwerin und den ASG Tils Löwen 08. Und die Möglichkeit für Schwerin hier gleich auf 3 Tore wegzuziehen. Du sagst jetzt, Birger und sein Team vom SV Grünwald Schwerin haben die Zeit genutzt, um sich auch auf solche Turniere vorzubereiten. Wie sieht da die Sommerpause bei den Jugendteams aus? Naja, das ist ja so, dass die Jugendteams meistens bis zu den Sommerferien herantrainieren, dann eben halt 3, 4 oder auch 5 Wochen Pause machen, je nachdem, in welchem Leistungsbereich sie sich befinden. Und dann geht man eben halt in die Vorbereitung wieder rein. Ich denke, dass man hier, gerade aufgrund der Vielzahl nach der Saison an Turnieren, immer länger trainieren kann, als es im Erwachsenenbereich möglich ist, wo du dann schon länger in der Pause dich befindest. Ja, Hanna Holderack mit ihrem zweiten Treffer. Und Glück für Schwerin, dass der Ballverlust nicht gleich zum Konter führt. Spielstand 7:6 für Grünwald Schwerin. Und erneut der Treffer durch Anne Peter Reit. Zur erneuten 2-Tore-Führung 8:6 für Grünwald Schwerin. Auch hier sieht man wieder extrem schnelles Passspiel, auch wenn es hinten die Räume eng sind. Extrem schnelles Passspiel, auch die Sicherheit bei Janne auf kleinsten Raum den Wurf zu verwandeln. Also es ist schon sehr schön hier mit anzuschauen, dass die Mannschaft auch solche Situationen, wo die Gegner eben halt wirklich defensiv stehen, zu meistern. Ja, es ist an sich haben wir hier schon tolle Spiele, tolle Spielzüge gesehen, auch in den anderen Spielen. Auch im Spiel zuvor beim VfL Bad Schwartau. Das enge Fangen am Kreis mit einer Hand. Schon wirklich toll, was man hier auch in dem Bereich schon geboten bekommt. Der Ball ist weg. Es gibt Einwurf für Grünwald Schwerin. Und erneut die Möglichkeit, auf 3 Tore wegzuziehen. Und da ist das Tor für den SV Grünwald Schwerin durch Eileen Lück. Mit ihrem dritten Treffer zur 3-Tore-Führung. Extrem gute Körpertäuschung hier von Eileen gewesen. Er hat die Gegenspielerin völlig ins Leere laufen lassen und geht dann eben halt im 1-1 zur Hand und nutzt die Lücke, die sie sich da selber erarbeitet hat. Auch hier technische Voraussetzungen wirklich hervorragend und hat sie auch sehr gut genutzt. Freiwurf für die Löwen. Der Ball gehalten. Aber hier hat man jetzt auch gesehen, man hat den Wechsel der Position auf der linken Angriffsseite gemacht,
hat aber auf der rechten Seite einen zweiten Kreisläufer gebracht, sodass hier die offensive Abwehr natürlich damit geknackt werden sollte. Vom Ansatz her gute Idee mit gewesen, nur in der Abfolge hat es in dem Fall leicht gescheitert. Und die Möglichkeit für Schwerin jetzt die magischen 10 Tore zu knacken, 4 Tore, Entschuldigung, die magischen 4 Tore zu knacken und damit die Turnierführung zu übernehmen. Der Ball ist weg, es gibt Einwurf für die Löwen. Man muss momentan sagen, momentan ist es so, dass die Tils Löwen Platz 1 belegen, scheitern jetzt am Pfosten, retten den Ball noch. Sollten sie aber noch ein Gegentor mehr kriegen, wären sie nur noch Dritter. So spannend geht es hier zu. Ja, ist doch schön, dass es auch in dem Altersbereich keine dominierende Mannschaft hier gibt. Das spricht auch dafür, dass das Feld der Mannschaften gut ausgewählt wurde, dass man den Leistungsbereich vernünftig einschätzen kann und dass wir hier eben halt bis zum Ende wirklich die Spannung haben. Weil so macht das ja Spaß, das ist für alle spannend, für die Mädels denke ich mal auch ein Anreiz, hier bis zum Ende alles zu geben. Ja, sie geben wirklich alles. Gut zugegriffen, es gibt Freiwurf für die Löwen. Man sieht hier aber eben halt wenig spielerische Elemente. Das sind alles 1-1 Sachen. Jetzt hat man hier Glück, dass man den Ball dann noch zum Kreisläufer gibt, weil Janne Peterreit mit ausgeholfen hat zum Halben. Die Löwen müssen jetzt anfangen, wenn sie hier noch das Spiel gewinnen möchten, müssen sie mehr mit Bewegung spielen. Ich denke mal, das haben sie einmal jetzt gut gezeigt, dass es mit dem Einläufer funktionieren kann. Aber das wird eben halt bei der offensiven Abwehr noch viel zu wenig gespielt. Katrin Miebes mit dem Treffer vom Kreis. Anne-Peter Reit wollte danach greifen, abgepfiffen, Freiwurf für die Löwen. 4 Minuten noch, 9-7 für Grün-Weiß-Schwerin. Jetzt hat die Sperre von Miebes, kriegt den Ball wieder, Sperre absetzen gespielt. Da. Hat sich Lara Lehmann wehgetan. Am Fuß, am Knöchel. Und da kommen sofort alle. Dann kommt noch der Trainer vom SV Grün-Weiß-Schwerin. Zum Helfen. Und da hoffen wir jetzt mal, dass es mehr der Schreck als eine wirkliche Verletzung ist. Steffen, da mag man gar nicht reingucken. Ne? Nee, das ist natürlich jetzt unglücklich, dass jetzt gerade zum Ende hin das auch passiert, weil das Turnier bis im Großen und Ganzen auch sehr fair verlaufen ist. Also das ist ja auch ungewollt. Ja, also das möchte man keinem wünschen. Ich denke mal, alle Mannschaften gehen hier sehr fair miteinander um. Da ist das schon nicht sehr schön. Ja, dann wünschen wir auf diesem Wege Lara Lehmann alles Gute, dass es bald Besserung eintritt und dass sie bald wieder auf den Beinen steht. Und das ist das Tor von Laura Hessler zum 8-9. Jetzt wollte man schnell spielen auf Schweriner Seite und produziert einen Fehlpass. Joachims. Ganz stark im Spiel gegen Fortuna Neubrandenburg. Kann sich hier nicht so hervortun. Schwierigkeiten mit der Schweriner Abwehr.
Jetzt einmal wieder der Einläufer. Und der Treffer für die Löwen. Durch Hanna Holdak. Ihr dritter Treffer zum 9:9. Jetzt haben wir noch 2 Minuten zu spielen und es sieht aus nach Platz 3 für Grün-Weiß-Schwerin. Zu eng und mit zu wenig Bewegung von Peter Reit sich da durchsetzt, das war bereits abgepfiffen. Haut sie nicht zu gehen. Passives Spiel angezeigt. Und Eileen Lück scheitert am Block. Es gibt Einwurf für Schwerin. Passives Spiel bleibt bestehen. Jetzt nochmal die Möglichkeit zu stellen. Und Wurf zu spät. Ballbesitz jetzt für die Löwen und die Möglichkeit, 40 Sekunden vor Schluss, selbst dieses Spiel hier noch zu gewinnen. Und der Treffer durch Laura Hessler. Zum 10:0 für die Löwen. Jetzt haben wir noch 5 Sekunden und die Möglichkeit für Schwerin. 7 Meter. 7 Meter. Die Möglichkeit jetzt für Schwerin noch zum Ausgleich. Zeit, ja, bereits abgelaufen und Eileen Lück mit der Möglichkeit hier noch zum Ausgleich. Und sie scheitert. Die Tilts Löwen gewinnen auch das letzte Spiel und damit den Peter Mentel Cup 2011. Herzlichen Glückwunsch.
Thank you.
Das ist ein bisschen passiert.